Ja, moin, mein Name ist Alvo, Grüße aus dem Wald, getreu unter dem Motto, raus bei jedem Wetter, hoffe ich, dass der Wind nicht zu laut im Hintergrund ist. Das werden wir aber später in der Videoproduktion sehen. Heute soll es um eins meiner allerliebsten Messer gehen, und zwar eins, das ich selbst hergestellt habe. Unter Anleitung, mit Hilfe natürlich. Und zwar um dieses schöne Schmuckstück. Ich habe schon mal ein kleines Messerkit-Video mit diesem Messer gemacht auf meinem Hauptkanal. Möchte jetzt aber einmal detailliert eine kleine Review davon machen, von diesem Messer, was nämlich auf dem Vorbild eines anderen Messers beruht, das ich euch dann unten in die Videobeschreibung packen möchte, falls ihr euch für ein Messer in dieser Art interessiert. Dieses gibt es natürlich nicht zu kaufen, denn das ist ja meins. Gehen wir erstmal die Spezifikationen von diesem Messer durch. Wir haben einen kompletten durchgehenden D2-Stahl, der einmal von ganz hinten bis ganz vorne geht. In ordentlicher Qualität, super Stahl, muss ich einfach sagen. Wir haben einen Flachschliff hier. Einfach nachzuschleifen und ja, am vielseitigsten einfach. Ein bisschen angespitzt, wir haben aber keine Dolchspitze. Das wäre natürlich illegal, zumindest für mich, ohne einen besonderen Grund, das zu führen. Wir haben hier nur eine leicht verjüngte Rückseite, auch nur die Hälfte. Und auch nur an der oberen Seite, das heißt, es bilden sich auf jeden Fall nicht die Merkmale eines Dolchs durch, was ja eine Spiegelung sozusagen wäre. Eine Dolchspitze ist immer eine exakte Spiegelung voneinander. Und natürlich doppelschliffseitig, das ist hier nicht der Fall. Es ist nur leicht, ne? Man kann damit nicht schneiden, aber man kann damit gut hacken. Hinten haben wir eine ordentliche Dicke. Damit kann man absolut gut batonieren. Ich habe jetzt hier kein geeignetes Holzstück gefunden, aber glaubt mir, damit kann man ohne große Probleme batonieren. Wir haben hier zwei Löcher drin. Die habe ich gemacht, um mit einem Lanyard, wenn man es auf eine spezielle Art und Weise, zum Beispiel an einem Stock befestigen möchte, aber auch um die Hand herum, dass man dort nochmal eine Schnur durchführen kann und sozusagen einen besonderen Halteschutz haben kann. Benutze ich aber seltenst. Wir haben sehr schöne Griffschalen, die aus einem Verbundmaterial, G10 Verbundmaterial, hergestellt sind, so dass dort auch Holzschichten drin waren in dem Originalstück. Das sieht man hier sehr schön. Na, hier kann man sehen, hier sind verschiedene Schichten, und dadurch, dass sie dann formschön zum Griff passend abgeschliffen sind, entsteht hier sozusagen so ein gewisser Look. Das gefällt mir sehr gut, liegt auch sehr schön in der Hand. Hinten haben wir ein freies Stück. Dort wurde der Stahl dann nicht noch umschlossen extra mit der Griffschale, sondern es wurde weggemacht, sodass man hinten ein freies Schlagstück sozusagen hat. Ne? Damit kann man gut dann zum Beispiel eine Nuss öffnen oder allerhand andere Dinge zerpulvern sozusagen. Ein kleines Loch, Lanyard, relativ easy und einfach. Da kann man dann so machen, dass man einen kleinen Fangschutz hat, also dass man zumindest das Messer nicht durch die Gegend fliegen kann, falls man mal wirklich doll am Hacken damit ist. Das Ganze ist hier die Griffschalen mit drei Schrauben gegenseitig fixiert. Relativ einfache Messerkonstruktion, wenig fehleranfällig, wenig wartungsintensiv, funktioniert super. Das Gewicht, ziemlich krass, liegt bei knapp 570 Gramm, zählt also eigentlich schon fast mehr in die Beil- als in die Messerkategorie. Dazu eine, nichts Besonderes, Kydex-Scheide, die darauf angefertigt worden ist, hier mit einem kleinen Karabiner, damit ich das einfach an den Gürtel wieder rankriege. Dann gehen wir mal durch, was dieses Messer gut kann. Es kann alle gröberen Arbeiten ohne Probleme erledigen. Das heißt, grobes Schnitzen, das Holz fliegt nur so weg. Ja, gar kein Thema. Es kann batonieren ohne große Probleme, falls man ein Freund vom Batonieren ist. Ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Dort kann wirklich fast alles zerteilt werden, was mindestens so breit ist wie die Klinge. In der Länge natürlich. Das heißt, da sind ordentliche, solche Holzbrummer sind damit zerteilbar, falls man mal wirklich kein Beil mit dabei hat. Sehr schön ist auch hier vorne die bereits erwähnte, verjüngte, aber nicht geschliffene Rückseite des Messers, womit man sehr schön so kleine Hackarbeiten machen kann. Das heißt, falls man irgendwie die Schneide vorne ein bisschen schonen möchte, weil man ja grob irgendwo reinschlägt, zum Beispiel ins Holz, um eine kleine Kerbe reinzukriegen, kann man das sehr schön damit machen. Kriegt trotzdem was frei, aber ist nicht scharf genug zum Schlitzen und umgeht somit den Dolchparagraphen sehr schön. Wir haben eine schöne Spitze, mit der man gut in Dinge eindringen kann, zum Beispiel in alte Holzstämme, die vielleicht ein bisschen morsch sind, die man aufbrechen möchte.
Ne? Ihr kennt das vielleicht. Und für sowas ist eine solche Klinge natürlich vorne sehr schön, eine solche Spitze. Es gäbe natürlich auch eher eine Flachvariante, die dann zum Kochen meistens besser ist. Ihr kennt das von solchen Hackmessern für Gemüse etc. Hier vorne ist sozusagen ein kleiner Abrutschschutz, kein großer, aber ein kleiner, das ist mir immer ein bisschen wichtig. Das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache, mit dem man verhindert, dass, wenn man mal ein bisschen zu energisch greift, man in die Klinge auf einmal reingreifen kann. Ist natürlich nicht ganz so effektiv wie jetzt so ein kompletter Widerhaken von einem Fahrtenmesser, die das haben. Die gehen dann so richtig einmal hier rum. Die sind dann besonders sicher und für Anfänger gedacht. Deshalb heißen sie auch Fahrtenmesser für die Pfadfinder. Der Griff liegt sehr schön in der Hand. Ist ja auch genau sozusagen auf mich angepasst worden. Den habe ich nicht geschliffen, sondern hat der Messermeister, mit dem ich das Messer unter Aufsicht gemacht habe, für mich gemacht. Toller Mann, hat ein super Auge. Kann alles aus dem Gleichgewicht von der Hand sozusagen ohne Probleme machen. Da hat sich Erfahrung gezeigt. Es war sehr schön, ihm dabei zuzusehen. Und hinten haben wir super das einfache Lanyard. Mit dem kann man das ja ganz einfach machen. Das muss ich auch nicht kurz großartig erzählen, was da die Funktion ist. Das ist, glaube ich, sehr easy. Es gibt natürlich wie immer Punkte, die man sich überlegen muss. Also, wenn man jetzt so ein Messer hat, ja, ich packe euch ja den Link unten rein, in der Messerart, über die wir gerade reden, da hat man natürlich erstmal kein Paragraph 14, 42a konformes Messer. Das heißt, die Klinge ist deutlich zu lang. Denn wir haben eine Klinge, ich habe heute einen Zollstock mitgebracht, ganz was Besonderes, von etwa 16 cm Länge. 16,5, das ist natürlich nicht Paragraph 42a konform. Das ganze Messer insgesamt ist übrigens knapp 31,5 cm lang, also ein ziemlicher Oschi. Ne? Schon ja, ein guter Unterarm, muss man sagen. Da kann man schon, ja, das ganze Messer ist auf jeden Fall mein Unterarm. Wir haben hier in der Breite oben knapp 4 cm und dann verjüngt sich das unten so ein bisschen auf 3,5 cm. Was man bei diesem Messer auch besser machen könnte, ist natürlich, dass man es ein bisschen wuchtiger vorne gestaltet, falls man es wirklich als eher Hackmesser ansehen muss. Das Puma Automesser ist da zum Beispiel eine Wahl, weil das genau so gebaut worden ist. Ich glaube, nach dem Vorbild von Fallschirmspringermessern von ganz früher, dass die vorne ein bisschen wuchtiger sind, ne? Dass man mehr so diesen Hackeffekt hat. Was man ja bei diesem Messer nicht so sehr hat vielleicht, aber durch die Schwere hat man es halt trotzdem, muss man mal so sagen. Der D2 Stahl zeigt sich als sehr lange haltend. Der Schliff ist sehr lange da. Man muss wenig nachschleifen, meine ich damit. Außerdem ist es sehr scharf, durchgängig, aber es ist nicht rasiermesserscharf. Es ist gebrauchsscharf. Aber dafür sehr lange gebrauchsscharf. Eine Rasierschärfe hält sich selten sehr lange, weil natürlich die Partikel dann schnell abgetragen werden von der Klinge. Warum hat das Messer hier vorne so eine kleine Auskühlung? Das ist ganz einfach, denn diese Auskühlung ist dafür gedacht, dass man wirklich über die gesamte Länge einen Schleifstein ansetzen kann, damit man direkt hier unten richtig schön anfangen kann zu schleifen. Weil wenn hier die Dicke des Materials bis hier vorne geht, dann kann ich sozusagen erst hier dann ansetzen und wir wollen natürlich schon hier ansetzen können. Manche Messer haben das, manche nicht. Es kommt ganz darauf an, ob man so eine kleine Fläche hier unten haben möchte, womit man sehr scharf zum Beispiel schnitzen kann. Das wollte ich bei dem Messer, weil ich es ja schon ein bisschen als Around-Messer haben wollte, auch wenn es manche Stärken nicht unbedingt hat, wie vorne die Kopflastigkeit nicht so stark hat wie ein anderes Messer, wollte ich trotzdem, dass man alles damit machen kann und das kann man damit sehr gut. Falls man natürlich, das haben wir damals nicht gemacht, hier diese Kuhle noch ein bisschen jeweils anschärft oder einen Feuerstahl hat, der das gut kann, kann man hier drin auch seinen Feuerstahl anmachen. Das geht durchaus, dann schont man sich damit seine Klinge. Sehr praktisch. Das kommt allerdings ein bisschen auf die Qualität des Feuerstahls an. Manche geben halt leichter Funken, manche schwerer. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Aber theoretisch kann man das ohne Probleme machen und das mache ich auch ab und zu. Kommen wir noch mal ganz kurz zu der Scheide am Ende. Wir haben hier ganz einfaches, an die Form angepasstes Material, dass wir die Klinge natürlich schön verstecken können. Es ist ein kleiner Durchlass unten, damit man ein bisschen Wasser abführen kann, ne? Damit man die Scheide auch putzen kann. Hier, das ist
einfachstes Gurtmaterial doppelt und dreifach vernäht, damit es lange hält. Und ich selbst habe einfach so einen Karabiner dran gemacht, damit man ohne Probleme das Messer schön wieder an den Gürtel bekommt. Ja, das waren alles Wissenswerte zu meinem großen Messer, wovon ich euch die Vorlage natürlich unten in die Videobeschreibung reinpacke. Dann könnt ihr mal gucken auf Amazon. Vielleicht findet ihr es ja auch irgendwo gebraucht bei eBay Kleinanzeigen. Müsst ihr einfach mal schauen. Mich hatte auf jeden Fall die Gesamtkonzeption des Messers damals überzeugt und deshalb bin ich zum Messermeister mit der Vorlage gegangen. Da haben wir noch ein bisschen dran rumgewerkelt, dass der Griff besser für mich passt etc. Aber im Großen und Ganzen haben wir dann sozusagen das Messer in einem anderen Design nachgebaut und es gefällt mir bis heute sehr gut und es macht mir sehr Spaß. Das heißt, das wäre auf jeden Fall das Messer, wenn irgendeine Notsituation eintreten würde, etwas in der Richtung, dann würde ich auf jeden Fall das und ein Victorinox mitnehmen. Das wäre so meine Notausrüstung jetzt im Werkzeugbereich sozusagen. Wenn man natürlich was länger vorhat, wäre eine vernünftige Axt durchaus angebracht. Zum Beispiel mein kleines Hulterforce-Beil würde ich dann mitnehmen. Verrat du mir doch mal, was du so mitnehmen würdest. Ob du so einen Liebling hast, den du irgendwie immer in deiner Nähe haben möchtest, falls mal irgendwas passiert. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen. Lass mir doch ein Like da oder ein Abo, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast. Und dann verpasst du keine Videos mehr. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.